Smokersnus TV vor Ort, heute in der Schweiz, in Basel. Im Gespräch im Hause Oettinger Davidoff zu einem besonderen Anlass. Die Maison Davidoff ist heute ihrer Bestimmung übergeben worden und wir werden über die Aufgaben dieser Maison Davidoff beziehungsweise dessen, was dahinter steckt, gleich mit CEO Beat Hauenstein sprechen. Herr Hauenstein wird uns auch noch weitere Informationen zu den aktuellen Aktivitäten und das, was uns in den nächsten Wochen aus dem Hause Oettinger Davidoff erwartet, geben. Viel Spaß dabei. So, Beat Hauenstein ist im Gespräch. Ich habe das in der Anmoderation schon gesagt, wo wir uns heute hier einfinden, in Basel, in das Haus Davidoff. Wir beide haben uns unterhalten in Dortmund. Da möchte ich ganz kurz mal anknüpfen. Mit welchen Eindrücken sind Sie denn von der Eder Tabak nach Hause gefahren? Was hat das für Sie bedeutet? Was hat das für Ihr Haus bedeutet? Also ich habe sehr viele positive Eindrücke mit nach Hause genommen. Persönlich hat mir sehr stark beeindruckt, wirklich unter Gleichgesinnten zu sein. Wirklich in der Realität, wo wir uns mit drin bewegen, wirklich unter Gleichgesinnten zu sein. Viel Zuspruch halt positiv, auch auf unserem Booth, wo wir heute dieses Jahr das erste Mal waren als selbstständige Unternehmung. Und was ich auch gesehen habe, ist, dass wir hier mit Marken, wie wir haben, mit Davidoff, sehr, sehr gute Marken positioniert sind. Sie haben am ersten oder am zweiten Messetag, glaube ich, abends einen Riesen-Event mit Ihren Händlern gefeiert. Der Handel, das haben wir in Dortmund schon gesprochen, ist für Sie ja der wichtige Multiplikator zum Endverbraucher. Ist das weiter so? Ja, das ist weiterhin so, wie ich dort schon ausführen durfte. Der Handel ist und bleibt, und ich bin auch überzeugt, zusätzlich noch stärker in einer digitalisierten Welt, in einer immer mehr regulierten Welt, wird das der Dreh- und Angelpunkt sein für Konsumenten, aber auch für Kommunikation von guten Produkten zum Konsumenten. Sind Sie ein CEO nach 60 Tagen und ein bisschen mehr? Alles in der richtigen Schiene? Die Hälfte der Dinge, von denen ich weiß. Aber ich kann Ihnen sagen, ja, ich habe sehr viele positive Sachen gesehen. Ich bin überzeugt, dass wir diese Erfolgsgeschichte, keine Frage, wirklich fortschreiben werden und unser Brand und Davidoff insbesondere noch weiterbringen werden. In Dortmund haben wir auch mit seinem Reuter gesprochen. Da ist ja ein wirklicher Insider, was jedes einzelne Tabakblatt bis ins Detail anbetrifft. Wir haben schöne Produkte besprochen, die im Jahr vorher kamen, die auch 2017 auf den Markt kamen. Ja, Frage von mir, wollte ich eigentlich stellen, was kommt dies Jahr noch? Jetzt bin ich gestern Abend überrascht worden, dass Sie die Limited Edition der Camacho auf den Markt gebracht haben. Aber ich glaube, Sie haben noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, wir sind ja eigentlich wieder stolz darauf, Innovationsleader in unserer Branche zu sein. Ich kann Ihnen heute wirklich exklusiv etwas zeigen, wenn wir da hinter uns schauen. Ja, war das Stichwort, das chinesische Jahr ist ja immer in einem Tierkreiszeichen und nächstes Jahr ist das Jahr des Hundes und da werden wir auch wieder Zigarren, aber auch Accessoires bringen. Die Zigarre wird lanciert und wird dann in den einzelnen Märkten, zuerst in den USA und dann auch in Asien, ausgerollt. Wann kommen die auf den deutschen Markt? Die kommen in den deutschen Markt im Februar. Was kostet so ein wertvolles Stück? Das kommt wirklich auf den Markt drauf an. Da sprechen wir später drüber. Genau. Okay, aber das sieht schon mal gut aus und ich denke, das werden wir gleich nochmal auch in Ruhe alles aufnehmen und nochmal zeigen im Detail. Ja, mit dem neuen Produkt, ist es denn so, dass der Fachhandel mit neuen Produkten nicht auch überfrachtet wird? Das ist eine Rückmeldung, die ich mehrfach erhalten habe. Ich habe gesagt, Innovationsleader, da müssen Sie eine neue Innovation, eine verschiedene Linien bringen. Da haben wir sehr viel innoviert die letzten Zeit. Ich denke, ich werde, wie schon gesagt, in Dortmund wieder vermehrt auf den Handel auch hören, Rückmeldung von Konsumenten, weil schlussendlich geht es ja darum, wirklich die Konsumentenbedürfnisse am besten zu verstehen und zu übersetzen in gute Produkte hier. Android Premium Zigarren. Ihre Produktwelt hat sich ja auf andere Tabakländer auch ausgebreitet. Und in Tom Brecken nach Honduras bis jetzt auch Nicaragua. Das sind ja auch andere Zigarrenwelten geworden, als man die früher bei Davidoff kannte. Ja, das ist ein bewusstes Verbreiten auch des sogenannten Fußabdrucks der Marke Davidoff. Wirklich, dass wir Zigarren können wir und es wäre eigentlich fast schon zu schade, unsere Kompetenzen nur auf den Bereich der Dominikanischen Republik zu beschränken. Ausschlaggebend für den heutigen Besuch in Ihrem Haus war eine
Eröffnung, eine Intronisierung. Was haben wir heute an dem Tag hier eröffnet? Ja, ich glaube, ein weiterer großer Meilenstein in der Geschichte der Oettinger Davidoff AG. Wir durften hier das sogenannte Maison Davidoff, unser Haus, entgegennehmen. Und wir haben hier an gleicher Stätte vor 85 Jahren, 1930, das erste Gebäude bezogen, nachdem wir von 1875 gegründet, nicht unweit weg von hier gegründet wurden und hier neu in unser Hauptsitz eingezogen. Ein großer Meilenstein, 85 Jahre. Ich glaube, wir haben beste Voraussetzungen, wirklich die nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. Das hört sich wirklich nach Erfolgsgeschichte an. Ich wünsche Ihnen dabei viel Glück bei den nächsten Schritten und freue mich auf das nächste Interview mit Ihnen. Besten Dank auch Ihnen, Herr Will. Thank you.